and then get in the basketball, because a lot of good things will happen, not just with him scoring, but then also it'll open up. Oh, man! Hello. Baron Davis war einer der aufregendsten Point Guards meiner Kindheit. Ausgestattet mit unglaublich athletischen Fähigkeiten und einer guten Spielübersicht sorgte Baron in seiner Karriere für viele gebrochene Knöchel und Poster-Dunks. Die Welt stand damals still, als B. Diddy über Andrei Kirilenko stopfte oder als er im College diesen Anklebreaker austeilte oder als er Rookie Kevin Garnett aufs Poster packte. Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit den 4 Stufen des Baron Davis. Dieses Video ist speziell für einen meiner treuesten und krassesten Supporter, der mich in den letzten Wochen und Monaten wirklich sehr, sehr krass unterstützt hat. Danke nochmal, Alex, für alles, was du im letzten Jahr getan hast. Du hattest dir ein Baron Davis Video gewünscht und deshalb labern wir jetzt gar nicht groß weiter rum, sondern fangen direkt an mit den 4 Stufen des Baron Davis. Nummer 1. Charlotte Davis. Wir schreiben das Jahr 1999. Baron Davis bekommt die Worte zu hören, für die sich jeder Basketballspieler täglich die Sneaker schnürt. With the third pick in the 1999 NBA Draft, the Charlotte Hornets select Baron Davis from UCLA. Als dritter Pick geht es für B. Diddy, also nach Charlotte. Allein das war schon eine Riesenleistung, wenn man bedenkt, dass sich Baron ein Jahr zuvor im College das Kreuzband gerissen hatte. Was eine ekelhafte Verletzung. Den Sommer verbrachte Baron dann mit langwieriger Reha, die sich aber auszahlte. Seine Sophomore-Season am College schloss er mit 16 Punkten, 5 Assists und 2,4 Steals pro Spiel ab. Genug, um hinter Elton Brand und Steve Francis an Nummer 3 gepickt zu werden. Und obwohl Baron ein gefeierter Highschool- und College-Star war, hieß es in der NBA erstmal die Bank drücken, denn normalerweise startet ja ein dritter Pick und trägt bereits Teile, wenn nicht sogar die ganze Verantwortung für sein neues Team. Bei Baron sah das Ganze aber etwas anders aus. Der Backcourt der Charlotte Hornets war 1999 einfach zu stark besetzt. David Wesley auf der 1 und Eddie Jones auf der 2. So blieb für Baron zuerst nur die Bank. Seine Stats sahen deshalb auch nicht besonders gut aus. Knapp 6 Punkte pro Spiel, dazu 2 Rebounds, 4 Assists und 1,2 Steals. Nicht gerade das, was man von einem dritten Pick gewohnt ist, vor allem weil Elton Brand und Steve Francis statistisch wirklich überzeugen konnten. Also fragten sich natürlich alle, was ist mit diesem Baron Davis los? Er versuchte aus seinen wenigen Minuten das Beste zu machen, wie gegen die Clippers, denen er 19 Punkte und 7 Assists einschenkte, oder als er diesen All-Time-Great-Dunk über The Big Ticket stopfte. Aber abgesehen davon struggelte B. Diddy in seinem ersten Jahr. Die nächste Saison sollte jegliche Rookie-Strapazen allerdings wieder vergessen machen, denn Eddie Jones verließ das Team, David Wesley rutschte auf die Shooting Guard-Position und Baron durfte alle 82 Spiele auf der 1 starten. Er dankte es seinem Team mit 14 Punkten und 7 Assists im Schnitt, außerdem konnte er seine Rebound- und Steal-Werte verdoppeln. Zusammen mit Jamal Mashburn und David Wesley führte er die Hornets in die Playoffs. In der ersten Runde wurde Miami 3:0 aus der Halle gesweept. Baron, der normalerweise eher schwache Wurfquoten in der Saison auflegte, traf gegen die Heat in den Playoffs 55% aus dem Feld und starke 40% von der Dreierlinie. Außerdem klaute er noch 3-mal pro Spiel den Ball. In der zweiten Runde trafen die Hornets dann auf die Milwaukee Bucks, damals natürlich noch nicht mit Giannis unterwegs, sondern mit Ray Allen, Sam Cassell und Glenn Robinson. Baron legte 17 Punkte, 6 Assists und 2,7 Steals pro Spiel auf. Die Serie wurde auch erst in den letzten Minuten von Game 7 entschieden. Die erfahreneren Bucks triumphierten, aber Baron Davis hatte seiner zweiten NBA-Saison seinen Stempel aufgedrückt. Im darauffolgenden Jahr steigerte er sich wieder. Die anfänglichen Rookie-Schwierigkeiten waren komplett vergessen. Er startete wieder alle 82 Spiele und droppte 18 Punkte und 8 Assists im Schnitt. In den Playoffs 2002 battelte sich Baron dann mit einem jungen Tracy McGrady. Beide Stars legten geile Statlines und wahnsinnige Performance auf. Und hier muss ich euch
euch jetzt mal kurz einen der schlechtesten Calls in NBA History zeigen. Nein, nicht diesen hier, wobei, ja, den auch. Was war hier bitte mit den Refs los? Aber nein, ich meine diesen Game-Winner von Barron gegen die Magic aus Game 2. Obwohl der Ball vor Ablauf der Zeit deutlich Barrons Hand verlassen hat, pfeift der Schiri den Game-Winner ab. Damals gab es noch kein Instant Replay für solche Momente. In den gleichen Playoffs traf Reggie Miller einen Wurf zur Overtime, der eigentlich nicht mehr hätte zählen dürfen. Und nach den zahlreichen Beschwerden brachte die NBA ab der nächsten Saison die roten Lichter am Backboard an und führte Instant Replays für die Schiris ein. Die Hornets gewannen trotz der Fehlentscheidung der Serie gegen die Magic und verloren danach in 5 Spielen gegen die New Jersey Nets. Barron traf nur 35% aus dem Feld, 30% von der Dreierlinie und grottenschlechte 50% von der Freiwurflinie. Trotz der schlechten Leistungen gegen die Nets konnte Barron aber mit seinen ersten 3 NBA-Jahren wirklich zufrieden sein. Leider ging es nicht so positiv weiter. Nummer 2. Norlens Davis. Im Sommer 2002 begannen die Probleme für Barron. Zuerst spielte er für eines der schlechtesten USA Basketball Teams aller Zeiten. Die Mannschaft landete bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land nur auf Platz 6. Außerdem zog Barrons Team, die Charlotte Hornets, um nach New Orleans. Scheinbar stand dieser Umzug unter einem schlechten Licht, denn während B. Diddy in den 2 Jahren zuvor kein einziges Spiel verpasst hatte, plagten ihn fortan immer wieder Verletzungen. In seinen 2 Spielzeiten in New Orleans verpasste er knapp 30% aller möglichen Spiele und in den Playoffs war zwar am Start, aber konnte das jeweilige Erstrunden aus gegen die Philadelphia 76ers um Allen Iverson und danach die Miami Heat rund um Rookie Dwayne Wade nicht verhindern. Iverson meinte nach seiner Karriere, dass Barron Davis einer seiner härtesten Gegner überhaupt war. Einfach diese Kombination aus Größe, Masse und Sprunggewalt machte Barron Davis zu einem der besten Point Guards aus den 2000ern und deshalb wurde er auch trotz der Verletzungen 2003 und 2004 zweimal zum All-Star gewählt. Trotzdem gab es natürlich auch Kritik, zum Beispiel, dass er es einfach nicht hinbekam, vernünftig zu werfen. Für einen Point Guard hatte Barron wirklich grottige Quoten. 2004, seinem statistisch besten Jahr, was die Punkteausbeute anging, traf er nur 39% aus dem Feld, 32% von der Dreierlinie und 67% von der Freiwurflinie. Aber bei aller Kritik beeindruckte Barron trotzdem die gesamte Basketball Welt. 2004 wurde er ins All-NBA Third Team gewählt und schloss die Saison in den Kategorien Punkten, Assists und Steals jeweils unter den Top 10 der NBA ab. Nachdem es aber zwischen ihm und dem Coaching-Staff immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten kam, zogen die Hornets am 24. Februar 2005, also genau zur Trading Deadline, die Reißleine. Barron wurde getradet, die Zeit bei den Hornets war vorbei, doch wohin geht die Reise? Nummer 3. Warrior Davis, yes sir, darauf haben wir alle gewartet. Warrior Davis, Barron Davis bei den Golden State Warriors, bevor Klay und Steph die Bay Area dominierten, bevor KD sich in San Francisco niederließ, bevor 3 Championship-Banner in 4 Jahren aufgehangen wurden, da gab es ein Team, das Basketballfans aus dieser Zeit nur als We Believe Warriors kennen. Dieses Team, das die damalige Oracle Arena in die Roracle Arena verwandelte. Diese Fans, die bei jedem Spiel das Dezibel-Messgerät zerstören wollten, diese Atmosphäre, die gelben Shirts, die Trikots und natürlich der Dank. Aber der Reihe nach, Barron wurde wie gesagt 2005 zu den Warriors getradet und wie er selbst damals sagt, war das Team und die Stadt einfach tot. When I got here, it was like, no lie, when I got here, I used to always describe it like it was just the most depressed thing I had. Like it was like basketball was dead, dude. You're looking. You know what I mean? Jay Rich was hurt. Troy Murphy would walk into practice like this every day. And then like they had lost so many games, like I didn't even know what the record was, right? Zuerst wusste Barron praktisch gar nicht, was er in Golden State machen sollte. Keine Identität, kein Siegeswille, Reibereien mit Coach Mike Montgomery. Es sah wirklich nicht gut aus für Barrons Karriere, aber dann, nach 2 Jahren im Struggle, passte plötzlich alles perfekt zusammen. Jason Richardson spielte eine geile Saison, Monta Ellis machte einen gewaltigen Sprung nach vorn und Steven Jackson wurde per Trade verpflichtet. Zusammen mit Barron Davis hatte man hier ein vernünftiges Team auf dem Feld stehen. Die Warriors beendeten die
2007er NBA-Saison mit 16 Siegen aus den letzten 21 Spielen und qualifizierten sich damit auf dem 8. Platz für die Playoffs. Und so kam es dann zur legendären Serie zwischen den Warriors und den Dallas Mavericks. Dallas war damals amtierender Western Conference Champion, hatte 67 Saisonspiele gewonnen und Dirk hatte gerade seine MVP-Saison vollendet. Die Warriors hätten für Dallas eigentlich nur ein Frühstückchen sein sollen, eigentlich, denn Golden State hatte als neuen Coach Don Nelson verpflichtet. Ja genau, der Don Nelson, der Dirk Nowitzki zuvor seine ganze Karriere in Dallas gecoacht hatte. Die Warriors hatten bereits alle Spiele in der regulären Saison gegen die Mavs gewonnen, aber trotzdem glaubte niemand so wirklich, dass der 8. Platz den 1. Platz einfach aus den Playoffs kicken könnte. Vor allem, weil die Mavericks mit Dirk Nowitzki, Josh Howard, Jason Terry, Devin Harris und Jerry Stackhouse einfach fucking loaded waren. Niemals könnten die Warriors so ein Team bezwingen, aber falsch gedacht. Baron Davis und das We Believe Team besiegte die Mavericks in 6 Spielen. Alles, was Coach Don Nelson über die Mavericks wusste, verwendete er gegen sie. Dirk wurde zu Würfen gezwungen, die er nicht gerne nimmt, was sich in seinen katastrophalen Quoten von 38% aus dem Feld und 21% von der Dreierlinie zeigte. Außerdem wirkten die Warriors-Spieler einfach viel hungriger, viel leidenschaftlicher darin, diese Serie zu gewinnen, und so schafften sie es tatsächlich, Dallas nach Hause zu schicken. Einer der größten Upsets in NBA History. Baron legte in den 6 Spielen 25 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists und 1,8 Steals auf. In der zweiten Runde trafen die We Believe Warriors dann auf die Utah Jazz, ebenfalls ein extrem stark besetztes Team mit Deron Williams, Carlos Boozer, Mehmet Okur, Derek Fisher und natürlich Andrei Kirilenko. Wobei wir jetzt wieder bei dieser Szene wären, einem der heftigsten Dunks in NBA Playoff History. Lasst ihn uns einfach zusammen genießen. Not just with him scoring, but then also an open up. Hello. Timeout in Baron's house. Als ich den Dunk damals das erste Mal gesehen hatte, kam ich nicht mehr auf mein Leben klar. Diese Kraft, die Intensität, die Lautstärke in der Halle, die Celebration danach, was ein Moment in Playoff History. Ein Kumpel von mir hat damals gesagt, ey, die hätten die Serie nach diesem Dunk einfach beenden müssen. Was mal wieder zeigt, wie krass man sich von einzelnen Momenten blenden lassen kann, denn die Warriors lagen zum Zeitpunkt dieses Dunks mit 0-2 in der Serie zurück. Sie gewannen zwar dieses Spiel 3, aber Game 4 und Game 5 gingen wieder an Utah. Damit war die Serie vorbei. Utah ging ins Western Conference Finale, während die We Believe Warriors ihren Traum ausgeträumt hatten. Und obwohl Baron im nächsten Jahr komplett gesund blieb und alle 82 Spiele absolvierte, schafften es die Warriors 2008 leider nicht mehr in die Playoffs. Wieder krachte es zwischen Baron und seinem Coach. Und anstatt bei den Warriors seine Teamoption zu ziehen und 17,5 Millionen Dollar zu verdienen, entschied sich Davis, die Bay Area zu verlassen und dafür bei einem neuen Team zu unterschreiben, was uns auch zur nächsten Stufe bringt. Nummer 4. Globetrotter Davis. Wie bei so vielen Spielern endet auch dieses 4-Stufen-Format mit einer Globetrotter-Stufe. Allerdings kam das von Barons Seite ziemlich unbeabsichtigt. Am 1. Juli 2008 unterschrieb er einen 5-Jahres-Vertrag bei den Los Angeles Clippers. Er wollte also langfristig in seiner Heimat spielen. Leider gab es aber einen wichtigen Faktor, den er bei der Vertragsunterzeichnung nicht beachtet hatte. Donald Sterling, der ehemalige Teambesitzer der Clippers, der irgendwie nie mitbekommen hatte, dass die Django-Zeiten in Amerika vorbei waren, beleidigte Baron Davis aufs Übelste, während dieser gerade für sein Team auf dem Feld stand. Dazu kamen leider immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten mit den Coaches, wobei ich an dem Punkt jetzt echt mal sagen muss, so gern ich Baron Davis als Spieler auch mochte, wenn du in 3 Organisationen spielst und dich mit 3 oder 4 oder sogar mehr Coaches verkrachst, dann bist du vielleicht das Problem und nicht die Coaches. Natürlich war ich nicht dabei und weiß nicht, was in den Kabinen vorgefallen ist, aber come on, Alter, 3 Teams und dreimal klappt es nicht mit den diversen Coaches, das ist ein bisschen viel. Baron machten in Los Angeles vor allem wieder seine Verletzungen zu schaffen und so verpasste er mal wieder wichtige Spiele. Die Clippers hatten mit Eric Gordon, DeAndre Jordan und Blake Griffin viele junge und vielversprechende Spieler in ihren Reihen. Es war klar, dass sich das Team verjüngen wollte und da passte ein 31-jähriger, verletzungsanfälliger Point Guard leider nicht mehr wirklich rein. Die Clippers traded
traden also ihren First Round Pick 2011 und Baron Davis zu den Cleveland Cavaliers. Baron hoffte auf einen Neuanfang in Cleveland. Dumm nur, dass der Pick, der mit ihm von den Clippers hergetradet wurde, sich im Sommer als Number One Pick herausstellte und die Cavaliers damit natürlich Kyrie Irving drafteten. Logischerweise wollten die Cavaliers Kyrie Starting Point Guard Minuten geben und so wurde Baron gewaved. Die ausstehenden 30 Millionen Dollar seines Vertrages bekam er zwar trotzdem, stand aber mal wieder ohne Team da. Als letzte Station auf seiner NBA-Reise befinden sich die New York Knicks. Im Madison Square Garden durfte er aber insgesamt nur 29 Spiele und durchschnittlich 20 Minuten aufs Parkett. Nur 6 Punkte und 5 Assists konnte Baron pro Spiel beisteuern. In den Playoffs gegen die Heat riss er sich dann wie damals im College wieder das Kreuzband. Auf einer Trage wurde er aus der Halle getragen und damit war leider die NBA-Karriere des Baron Davis traurigerweise wie so oft und wie bei so vielen anderen Spielern auch viel zu früh und ohne NBA-Titel vorbei. Genauso wie dieses Video, denn wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hoffe natürlich auch, dass der Alex seinen Spaß hatte. Baron Davis war für mich und viele in meinem Alter sicherlich ein unglaublich talentierter und athletischer Point Guard, bei dem man sich irgendwie immer gefragt hat, was wurde eigentlich aus seiner Karriere? Der war doch so krass, was wurde aus seiner Karriere? Und deshalb hat es mir auch richtig Spaß gemacht, dieses Video heute zu produzieren, um einfach mal so einen Blick in die Historie von Baron Davis zu geben. Wenn ihr, wie der Alex, auch in irgendeiner Weise diesen Kanal supporten wollt, dann guckt gerne mal in die Kommentare. Dort habe ich eine kleine Ansammlung an Links gepostet, wo man mich bei meiner Arbeit hier auf YouTube unterstützen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten werden wir uns in dieser Woche hier auf dem Hauptkanal ein paar Mal öfter sehen als sonst, denn es gibt eine ganze Menge cooler Videos zu droppen, also da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Für jetzt sage ich aber schon mal ciao und deshalb bleibt mir nur noch eins übrig. So, und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram und KobiBjörnAnCut folgen. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.